Falls ihr euch wundert, was das war, ich war gerade verspannt vom Aufnahmeknöpfchen drücken. Hallo ihr Menschen da draußen und herzlich willkommen auf meiner rosa Couch und in Jennys Book Club. Heute zeige ich euch mal die Bücher, welche ich angefangen habe, aber bis jetzt leider noch nicht beendet habe. Das hat unter anderem verschiedene Gründe. Manche Bücher habe ich wirklich abgebrochen, aber es gibt auch Bücher, welche ich einfach unterbrochen habe und bis jetzt noch nicht beendet habe, weil einfach irgendwas dazwischen gekommen ist. Es sind insgesamt wirklich nicht viele Bücher, da ich in der Regel eigentlich jedes Buch beende, auch wenn es mir jetzt nicht so ganz gefällt. Aber das eine oder andere musste ich dann leider doch abbrechen und die werde ich jetzt euch heute zeigen. Viel Spaß beim Video! So, dann haben wir hier als erstes mal Die Ärztin, Stürme des Lebens von Helene Sommerfeld. Und das ist ein Buch, welches ich nicht abgebrochen habe, sondern unterbrochen habe. Denn ich habe den ersten Teil schon gelesen, das ist jetzt folglich der zweite Teil. Und mir hat der erste Teil so unglaublich gut gefallen. Ich mochte das Buch wirklich sehr, sehr gerne. Und ich musste dann unbedingt sofort auch den zweiten Teil haben. Allerdings wusste ich nicht zu dem Zeitpunkt, dass es noch einen dritten Teil geben würde. Dementsprechend kommt der dritte Teil erst in ein paar Monaten raus. Und ich habe dann schon angefangen, dieses Buch zu lesen, aber ich wusste genau, wenn ich das beendet habe und ich dann erst in einem halben Jahr den dritten Teil lesen werde, habe ich ziemlich viel von der Handlung vergessen und bin einfach nicht mehr in der Geschichte drin. Und deshalb habe ich das Buch wieder beendet und dann bei einem anderen Buch weitergelesen, weil ich einfach dieses Erlebnis der Geschichte nicht verlieren wollte. Und wenn dann der dritte Teil draußen ist, werde ich auch wahrscheinlich nochmal den ersten lesen, dann den zweiten und dann letztlich den dritten. Falls ihr historische Romane mögt und auch gerade historische Romane, die sich mit einem Themenfeld befassen, wie zum Beispiel in dem Fall wie hier die Medizin, kann ich euch das Buch auf jeden Fall empfehlen und ich erzähle euch noch ein bisschen was über die Handlung. In dem Buch geht es um Ricarda, welche in einer Bedienstetenfamilie aufwächst und durch ein gewisses Ereignis kommt sie mit der Comtesse in Verbindung, welche Medizin studiert hat, welches zu diesem Zeitpunkt, ich glaube das Buch fängt an, so 1880 rum, bin mir aber gerade nicht ganz sicher, oder 1890. Auf jeden Fall zu diesem Zeitpunkt war es noch unüblich, dass eine Frau Medizin studiert. Und genau, mit dieser Frau reist sie dann mit nach Berlin und lebt in Zukunft dort und wird dann ein bisschen in die Welt der Medizin herangeführt und merkt dann immer mehr, dass sie selber gerne in diesem Beruf arbeiten möchte und fängt zuerst an, eine Ausbildung als Pflegerin zu beginnen, was auch schon alles gar nicht so einfach ist. Und das ist so grob gesagt der Themenschwerpunkt. Es geht auf jeden Fall um diese Ricarda, um Medizin und natürlich um die ganze Handlung, welche noch drumherum spielt. Aber ich werde euch dieses Buch auch unten mal noch verlinken. Und wie schon gesagt, mir hat das Buch wirklich gut gefallen, deswegen habe ich das Buch nicht abgebrochen, sondern unterbrochen. Hallo Papa! Ja, mache ich nachher. Ich drehe gerade ein Video. Kann ich das noch fertig machen? Dann kommen wir zu einem Buch, bei dem ihr jetzt wahrscheinlich alle aufschreien werdet, da ich eigentlich großer Fan von diesem Autor bin. Denn es handelt sich um Die Arena von Stephen King. Und ich habe dieses Buch schon vor Jahren angefangen zu lesen, bin auch bis Seite 400 gekommen von 1300 Seiten rum. Allerdings musste ich das Buch abbrechen, weil es so unglaublich langweilig war. Und es tut mir wirklich weh, das zu sagen, weil ich die Idee der Geschichte echt interessant finde und ich grundsätzlich alle Stephen King Bücher liebe. Ich mag seinen Schreibstil. Ich finde es toll, dass seine Bücher auch eben ein bisschen mehr langatmig sind, da er eigentlich sehr viel Wert auf die Beschreibung der Stadt, der Person und so weiter legt. Aber bei diesem Buch hier, ich bin einfach nicht mit warm geworden. Es hatte zum Beispiel auch den Grund, dass ungefähr auf jeder Seite eine neue Person dazu kam, weil es sich ja hier um eine Stadt handelt, welche von einer Art Glaskuppe plötzlich umgeben ist und es gibt kein Rein und kein Raus mehr. Dementsprechend geht es um diese ganze Stadt und um alle Mitbewohner und ich bin dann einfach nicht mehr mitbekommen, weil es so viele Personen sind. Ich will nicht sagen, dass die Handlung schlecht ist. Wie schon gesagt, ich finde sie interessant, aber das Buch war mir dann einfach zu viel und ich weiß nicht, ob ich es irgendwann nochmal lesen werde. Tut mir leid, Stephen. Dann haben wir dieses Buch hier, Tausche Wohnung gegen Bahncard, welches von einer Frau handelt, die keine Wohnung gefunden hat und deshalb das Experiment gewagt hat, sich eine Bahncard 100 zu holen und nur noch in Zügen zu leben.
Hier handelt es sich ebenfalls um ein Buch, welches ich nicht abgebrochen habe, sondern unterbrochen habe, weil bei mir einfach ganz viele andere Bücher dazwischen gekommen sind. Und das auch ein Buch ist, welches man eigentlich gut parallel lesen kann, weil es ja kein direkter Roman ist, sondern eine Erzählung. Aber trotzdem ist es dann irgendwie in Vergessenheit geraten, weil es halt irgendwo lag, wo ich es nicht gesehen habe. Was mir auch leid tut, weil ich finde das Buch unglaublich cool, da ich jetzt selber eine Bahncard 100 habe und deshalb auch noch einen gewissen Bezug dazu habe. Und ich mag auch Züge, selbst wenn alle über die Bahn schimpfen, ich fahre gerne Zug und ich habe auch kein Problem, wenn mal ein Zug ausfällt, solange es nicht 5-mal am Tag passiert. Aber ansonsten fahre ich sehr gerne Bahn und deswegen fand ich die Geschichte echt cool. Folglich werde ich das Buch auf jeden Fall noch weiterlesen und falls ihr auch diese Geschichte interessant findet, kann ich euch das Buch auch nur weiterempfehlen. Ich lese euch trotzdem noch ganz kurz vor, was hinten drauf steht. Seit Leonie Müller ihre Wohnung gegen eine Bahncard 100 eingetauscht hat, reist sie durch ganz Deutschland. 1,5 Jahre lang macht die Studentin das gehassliebteste Verkehrsmittel der Deutschen zu ihrem Lebensmittelpunkt. Beschränkt ihr benötigtes Hab und Gut auf den Inhalt eines 40-Liter-Rucksacks und versucht sich als moderne Nomadin. Was bedeutet Zuhause in unserer mobilen Gesellschaft? Wie fühlt es sich an, ständig unterwegs zu sein? Und warum hat der Begriff Heimat immer noch kein Plural? Also echt cooles Buch. Dann haben wir hier dieses Buch, Mädchen mit Geheimnissen von Simone Howell, wie auch immer. Und das ist tatsächlich wieder ein Buch, welches ich abgebrochen habe, weil ich es überhaupt nicht mochte. Ich habe das Buch damals noch als Leseexemplar bekommen und ich habe dem Buch eine Chance gegeben, aber ich bin überhaupt nicht reingekommen und es ist wirklich selten bei mir der Fall, da ich normalerweise eigentlich jedes Buch beende, einfach weil ich dem Buch eine Chance geben möchte und ich finde, ich kann ein Buch auch erst beurteilen, wenn ich es von Anfang bis Ende gelesen habe. Aber bei diesem Buch hier, es ging gar nicht. Ich fand die Geschichte so schräg. Und ich weiß auch gar nicht mehr wirklich, um was es ging. Eigentlich überhaupt nicht mehr. Ich weiß nur, dass ich es total komisch fand. Aber ich kann euch trotzdem mal noch gerne den Klappentext vorlesen. Musik ist einfach alles. Davon ist Sky überzeugt. Und darum liebt sie den Plattenladen ihres Vaters. Eine Fundgrube für alte Songs auf Vinyl. Allerdings klingelt die Kasse dort nur selten. Was vielleicht an ihrem Dad liegt, der in der Vergangenheit festhängt. Oder an ihrem kleinen Bruder, der Special Agent Gully die Kundschaft unter die Lupe nimmt. Höchste Zeit für was Neues, entscheidet Sky. Also plant sie verwegene Aktionen und wilde Partys mit ihrer Freundin Nancy. Sie stellt Nachforschungen an über das Mädchen, dessen Bild plötzlich an jeder Hauswand auftaucht. Und sie beobachtet Luke, den neuen Plattenverkäufer, der voller Geheimnisse steckt. Skys Sommer beginnt sich zu drehen und das Leben kommt ganz schön auf Touren. Ich muss jetzt sagen, so schlecht hört sich es jetzt im Nachhinein betrachtet gar nicht an, aber ich bin damals einfach nicht warm geworden mit der Geschichte. Falls ihr das Buch kennt, könnt ihr es mir gerne in die Kommentare schreiben, wie ihr es fandet. Und dann sind wir auch schon beim letzten Buch angekommen. Wie schon gesagt, es gibt nicht viele Bücher, die ich abgebrochen oder unterbrochen habe. Und ich denke, bei diesem Buch wird es definitiv einen Aufschrei geben, weil viele das Buch auch gelesen haben und es viele auch mochten. Und ich habe sogar die signierte Ausgabe hier und ich zeige es euch jetzt einfach. Es geht um Annie Munn Crumbs Staubchronik von Lynn Rina. Ja, was soll ich sagen? Also ich fand es nicht schlecht. Ich habe es auch eigentlich nicht abgebrochen, sondern einfach irgendwann unterbrochen, weil ständig ein interessanteres Buch dazwischen kam, welches ich dann vorgezogen habe. Und irgendwann habe ich dann schon 15 Bücher hinterher gelesen und das Buch lag immer noch auf meinem Nachttisch. Dementsprechend muss ich so langsam sagen, ich habe es unterbrochen. Und ich weiß auch nicht, ob ich es noch weiterlesen werde. Wenn ja, muss ich es nochmal von vorne beginnen. Es hat mir nicht schlecht gefallen, aber es hat sich einfach nur so dahingezogen. Und wenn ihr die Geschichte kennt, wisst ihr, es spielt größtenteils in dieser Bibliothek. Was ich an sich super cool finde. Ich finde das Setting cool, ich mag die Zeit, in welcher dieses Buch spielt, aber es passiert einfach nichts. Eigentlich plätschert das Buch die ganze Zeit so vor sich hin in dieser Bibliothek und man beobachtet halt einfach, wie diese Annie Munn die ganze Zeit Bücher einsortiert. Und es hat mich einfach nicht so ganz gepackt. Mir tut es echt total leid, weil die Geschichte hört sich total cool an. Und falls ihr es nicht kennt, lese ich euch auch hier nochmal ganz kurz den Klappentext vor. England 1890. Genau meine Zeit. Kleider, Bälle und die Suche nach dem perfekten Ehemann. Das ist es, was sich Annie Manns Mutter für ihre Tochter wünscht. Doch Annie hat anderes im Sinn. Sie lebt in einer Welt aus Büchern und bemüht sich der Realität mit Scharfsinn und einer gehörigen Portion Sarkasmus aus dem Weg zu gehen.
bis diese an ihre Tür klopft und ihr ein Angebot macht, das ihr Leben auf den Kopf stellt. Ein Monat in London, eine riesige vollautomatische Suchmaschine, die Umstände weniger privilegierter und eine Arbeitsstelle in einer Bibliothek. Und natürlich Gefühle, die sie bis dahin nur aus Büchern kannte. Also an sich ist das Buch wirklich perfekt. Es spielt in meiner Zeit, es spielt in London. Es geht um Bücher, es geht um eine Bibliothek und es geht um eine Protagonistin, die Bücher liebt. Aber wie ihr seht, ich habe es trotzdem unterbrochen. Trotz allem, ich werde diesem Buch noch eine Chance geben und ich werde es nochmal von vorne lesen, weil es geht um Bücher. So, das war's dann mit allen Büchern, die ich euch zeigen konnte. Und ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Falls ihr einzelne Bücher schon gelesen habt, dann schreibt mir bitte eure Meinung, wie ihr das Buch fandet. Weil gerade hier interessiert es mich umso mehr bei Büchern, die ich noch nicht beendet habe oder eventuell auch abgebrochen habe. Vielleicht sind es ja Bücher, die ihr total gerne mochtet und total an einem Stück weggesuchtet habt. Dann lasst es mich bitte wissen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Tschüssi!